Es läuft der nächste Prozess gegen den ehemaligen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein. Diesmal in Los Angeles. Wieder geht es natürlich um Vergewaltigungsvorwürfe und Vorwürfe sexueller Gewalt. Insgesamt sind 5 Frauen im Zeugenstand. Sie wollen berichten, wie sie eben von Harvey Weinstein in oftmals ein Hotelzimmer gelockt wurden und dann sexuell attackiert wurden. Ein anderes brisantes Detail kam nun zutage, denn eine der Zeuginnen ist Jennifer Newsom, das ist die heutige Frau des Gouverneurs Gavin Newsom, des Gouverneurs von Kalifornien. Natürlich, sie selbst wurde im Jahr 2005 als damalige Schauspielerin von Harvey Weinstein vergewaltigt, dann allerdings, so das jetzt bekannte Detail, habe sie 2 Jahre später Harvey Weinstein um Rat gefragt, als ihr damaliger Freund Gavin Newsom selbst in einen Sexskandal gerutscht ist. Gavin Newsom war damals Bürgermeister von San Francisco. Er war mit Jennifer befreundet, als Freundin. Sie waren noch nicht verheiratet. Gavin Newsom hat dann eine Affäre begonnen mit der Frau eines Mitarbeiters. Als das öffentlich wurde, geriet er gehörig unter Druck. Jennifer hat dann Harvey Weinstein eine E-Mail geschickt, obwohl er sie vor 2 Jahren vergewaltigt hatte, und ihn um Rat gefragt, wie der Gouverneur aus diesem Fiasko herauskommen könnte. Der Prozess ist angesagt für die nächsten Wochen. Es wird eine neue mögliche Haftstrafe erwartet. Natürlich, all das kommt nach dem ersten großen Prozess in New York, der im Jahr 2020 geendet hat. Damals erhielt Harvey Weinstein 23 Jahre Haft. Es rechnen natürlich die meisten, dass Harvey Weinstein letztendlich in Haft sterben wird.